Mitstreiter wollen heute natürlich auf ihre Kosten kommen. Also ich erwarte mir natürlich vom Ralf einen herzlichen, einen chaotischen, aber auch einen sehr handwerklich versierten Ansprechpartner. Ich kann mir vorstellen, dass so alles drumherum so ein bisschen chaotisch abläuft, aber sobald er irgendwas in die Hand nimmt und anpackt, dann ist er schon sehr fokussiert. Ja, dann Vorhang auf für Ralf. Hallo, hey, ein kleines Küchenzauber. So, was geht bei dir? Ja, super, geht mal schön rein, ne? So, hast du Currywurst auf der Stulle, kannst du knutschen wie ein Bulle. Das Ding mach ich und werde ich rocken. Yeah. Er nutzt die Bühne komplett. Allerdings, was sagt ihr denn zum Ambiente? Wenn man sich so umschaut, ne, das ist Ralf durch und durch. So ein bisschen seine eigene Handschrift, ne, harmoniert. Ja, harmoniert würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen. Findest du nicht? Doch. Also ich würde das mal liebevoll chaotisch nennen, glaube ich. Aber ansonsten, ich glaube, durch dieses liebevolle Chaotische kommt auch eine gewisse Gemütlichkeit hoch. Wenn ich jetzt so an eine gut bürgerliche deutsche Küche denke, hätte ich gedacht, ich komme jetzt in einen Laden rein, der noch so ein bisschen rustikal, so, weißt du, kennst du noch so alte Kneipen oder so, ja, ne? Ja. So hätte ich mir das jetzt vorgestellt, aber ich finde, so von der Einrichtung ist er auch schon ziemlich modern. Ich finde das ganz knuffig, ganz gemütlich, das ist so, ich finde das angenehm. Rund 50 Gäste haben hier übrigens Platz. Gefällt euch denn die Karte? Ja, ich mag Speisekarten, die so aufgemacht sind. Ich finde sie immer nur schwer zum Blättern. Also ich blätter gerne von links nach rechts oder rechts nach links. Also ein Klemmbrett, finde ich, ist mittlerweile gang und gäbe. Man neigt ja doch dazu, Gerichte auch mal schneller auszutauschen, gerade was die saisonalen Produkte betrifft. Was ich super finde, ist die Begrüßung. Dann natürlich vorne sein Gesicht. Barbecue und More, Rippchen Ralle Sins 2022, das ist mega. Also er drückt sich seinen eigenen Stempel auf. Und da sollten wir dann auch unbedingt die Rippchen bestellen. Wenn er sich schon Rippchen Ralle nennt, dann müssen die Rippchen bitte kommen. Na, Logo Nunzio ordert Ralles Rippchen. Und Sin fühlt sich in der Küche etwas einsam. Was ist denn los? Ja, als ich zur Küche gegangen bin, war ich natürlich erstmal ein bisschen alleine und verlassen. Ich habe mich selber erstmal gewundert und dann habe ich mir sagen lassen, er ist auf jeden Fall draußen und bereitet schon mal den Räucherofen vor. Wahnsinn, der räuchert seine Fische oder Forelle hier, ne? Selber. Sehr cool. Ja, Sin, hallo. Alles gut, mein Lieber. Bei dir. Schön, dass du da bist. Da bist du groß. Ja, hast du schon mal meine Produkte angeguckt? Ja, ne? Forelle heute. Die bekomme ich von hier von der Region. Ja. Wir haben Forellenteich hier, die werden dann selbst gezüchtet. Cool. Weil wichtig ist die Qualität. Du weißt, eine Forelle sieht aus, ne? Glasige Augen. Wichtig sind die roten Bäckchen. Und ne? Die Kiemen. Und die Kiemen, ne? Wichtig auch, dass sie noch nicht ganz schleimig sind, ja. Kannst du einmal drüber fahren, ne? Super, genau. Schön, schön. Das Wichtige beim Fisch kennst du ja, die 3 S, ne? Ja. Säubern, säuern, salzen. Das sind die ganzen 3 wichtigsten Elemente beim Fisch. Ich mache das jetzt so, um da ein bisschen Aroma reinzukriegen, nehme ich jetzt eigentlich ungeklärte Butter, um einfach die Molke so ein bisschen nehmen, dass er so ein bisschen Geschmack bekommt. Dazu gibt Ralf grobes Salz und etwas Zitronenabrieb. Ich finde gut, dass er Zitronenschale nimmt und nicht direkt die Säure. Ja, da hat er diesen frischen Kick und dann passt quasi seine 3S wieder, also die Regel. Aber Säure direkt würde einfach so Garpunkte erzeugen. Das wäre nicht schön. Das ist jetzt gut. Kann Chaos Ralf die Ruhe bewahren? So, jetzt hast du ja, du warst ja gar nicht dabei, ich habe dir jetzt mal fast vorbereitet, ne? Ja. Das ist ja im Endeffekt, ist das ja auch ein Garprozess, ne? Ob du das jetzt in der Bratpfanne machst oder ob du das im Konvektomat machst. Ich finde, durch die Räucheraromen bekommt der Fisch mal so sein eigenes, ganz geil, ne? So. Natürlich weiß Ralf genau, was er tut. Er darf sich nur nicht selbst aus dem Konzept bringen. Den Buchweizen habe ich vorhin Whisky eingelegt. Ja. Damit nochmal so kleine Whisky-Aromen da reinziehen. Cool. Ne? So, dann cool. Packst du ihn einfach rein. Wie lange braucht ihr denn? Also, ich schätze mal so 90 Minuten, dann ist das Ding fertig. Cool, cool, cool. Ja. Freue ich mich drauf. Ja. Mega. Also, dass natürlich der Ralf einen eigenen Räucherofen auf der Terrasse verbirgt, das ist natürlich auch nicht Standard, ja. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf meine Vorspeise. Das ist schon klasse, ne? Und passt irgendwie zu Ralf. Ja, da haben wir jetzt mal erstmal mal den Ofen gesteckt, ne? Wunderbar. Damit das schön weich wird. Wir machen natürlich da unser sogenannter Zitronenschaum, ne? Ja.
Den mache ich ganz unkonventionell. Na, wie? Was heißt das? Ruhrpottküche und Zitronenschäumchen? Wie passt das zusammen? Hm? Ich nehme Sahne, ein bisschen Zitrone wegen der Säure. Jawohl. Dann wegen der ätherischen Öle ein bisschen von den Abrieb wieder. Abrieb. Dazu kommen Zitronen- und Limettensaft, Limettenabrieb, Zucker und Vanille. Das ist ja jetzt eigentlich nichts anderes wie eine parfümierte Sahne. Die Vanille übrigens, die würde ich dann auch nicht einfach nur so da reingeben. Die Düse von so einem Sahnesüffer ist so fein, muss man auch aufpassen. Ne? Die würde ich zumindest zerdrücken, noch mal richtig fein ein bisschen. Mir fehlt auch ein bisschen eine salzige Komponente jetzt. Das ist Zitronen-Vanillesahne. Na so, jetzt ist das mit Kohlensäure versetzt. So, und jetzt können wir das gleich schön anrichten. Jetzt haben wir einen schönen Zitronenschaum mit leichter Limetten-Zitronennote, mit ätherischen Öle und wird hinter abgardiert mit Minze. Und das ist eine kleine Kombination mit zum Forelle. Mega, geil, hört sich gut an. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Bis Danke gleich, mein dir. Lieber. Ja, tschüss. Ralf macht sich an den Feinschliff und schon kann's losgehen mit dem ersten Gang, den Vorspeisen. Also ich glaube, hier hat sich Ralf auf jeden Fall mehr als überschlagen. Also Ralf hat bei mir, das merke ich auch und es duftet auch sehr gut. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir legen los mit Marleens Wahl. Sie kostet Grünkohlhäppchen mit Sahne-Senfsoße. Also die Vorspeise ist definitiv vergleichbar mit dem Gericht Grünkohl durcheinander, hier in Miniatur. Also in dem Grünkohlhäppchen finden wir natürlich neben dem Grünkohl Kartoffeln, Mettwurst und Kassler. Frische Petersilie auf jeden Fall. Der Grünkohl ist etwas bissfest, was ich aber gut finde. Der Grünkohlgeschmack kommt hier definitiv raus. Ja, also es ist nicht zerkocht oder weich gekocht. Was ich gut natürlich finde, ist eine Scheibe Brot dazu. Ist wohl selbst gebacken. Was für mich gefehlt hat, war der Senf. Ich denke aber, das ist ein Thema, das kann er ergänzen oder von vornherein auch immer Senf dazu reichen. In meiner Wahrnehmung habe ich optisch überhaupt kein Söschen gesehen. Ne? Das war Grünkohl und Petersilienbaum und Metallring. Aber Süßchen habe ich nicht wahrgenommen. Also meine Vorspeise ist eine sehr leckere, schmackhafte Vorspeise. Für jemanden, der deftig mag, für mich gehört es zu einer gut bürgerlichen Küche dazu. Sehr authentisch. Ja, passt. Gelungener Auftakt. Geht so weiter? Wie mundet deine geräucherte Forelle an Zitronenschaumsinn? Eine Kleinigkeit muss ich doch vielleicht beanstanden an meiner Vorspeise. Und das ist halt die Anzahl der Gräten, die da leider verblieben sind. Wenn er den Fisch dann im Ganzen serviert, dann weiß der Gast, das habe ich selbst zu machen. Hier sind ja aber die Filets dann verwendet worden. Das haben wir ja gesehen, weil der ganze Fisch wäre ja optisch wahrgenommen worden. Und da muss er dann schon auch wirklich ein bisschen die Gräten mal vorsichtig rausnehmen. Ich hatte erwartet, vielleicht die Forelle am Stück und dann mit dem Zitronenschaum und dergleichen. Ne, dann hätte ich natürlich eigenständig da auch reagieren können. Besser auf jeden Fall als so im Mundgefühl natürlich dann immer nach jedem Bissen einzeln es zu entfernen. Ja. War schon so eine ja, zubereitete Masse, die halt wirklich als Hauptzutat natürlich den geräucherten Fisch enthielt. Das hat man auch geschmeckt, trotz der ganzen Ingredients, die dazu kamen. Also geschmacklich scheint der Sinn schon happy zu sein, aber eben man verliert dann die Lust, ne? Wenn du also ständig eine Grete im Mund hast. Boah. Der Zitronenschaum, super Konsistenz, ja, sehr lecker, frisch. Sommerlich, passend natürlich jetzt auch für die Jahreszeit. Ich merke auf jeden Fall nicht nur durch den Zitronen- und Limonschaum, sondern natürlich auch vorhin, was ich in der Vorbereitung mitverfolgen durfte, der Abrieb ist auch noch mal ganz wichtig. Der hat jetzt hier noch mal so eine richtige Frische rausgetragen. Kommen wir zu Nunzio. Er hat Currywurst mit Pommes geordert. Gelungen? Kommst du von der Schicht? Handelsübliche Wurst. Schöne Pommes, halt so dicke, breite. Ich mag diese Art von Pommes. Ja, ein Problemchen habe ich jetzt gerade mit der Soße. Also ich habe jetzt eine klassische Currysoße erwartet, wie der so am Imbissstand, weiße Currywurst, zack, schön scharf. Und ne, der Ralf hat den, glaube ich, seine eigene Note verpasst. Also die Currysoße, die mache ich mit Cola, Honig, mit Tomaten, die koche ich ein. Dann nehme ich ein geiles Curry, schneide noch Schalotten rein. Paprika und Zwiebeln. Finde ich auch gut, ne? Wenn er dann einfach da die quasi zumindest pimpt.
immerhin. Ja, und dadurch, dass er die à la minute gemacht hat, ist sie halt ein bisschen fettig für mich. Mhm. Was ich bei einer Currywurst oder bei einer Currysoße nicht haben muss. Aber man kann es essen, ist geschmacklich gut. Es kommt nicht von den Zwiebeln. Er hat tatsächlich die Wurst gebraten und dann rausgenommen. Und in dem Bratfett hat er die Currysoße heiß gemacht. Das ist die Erklärung. Ein Urteil steht noch aus. Mahesh hat sich für die Gemüsesuppe entschieden. Und bist du zufrieden? Ja, was ich sehe hier, also Möhren, Sellerie und Lauch. Also was für mich ein bisschen stört, ist, dass auch die großen Blätter von Petersilien. Ich habe gewünscht, vielleicht mal kleine abgehackte Petersilie, das auch super mitessen kann. Also hätte ich gewünscht, ein bisschen dickflüssiger, konsistent halt. Wenn du jetzt natürlich Ralfs Gemüsesuppe assoziierst und vor Augen hast, dann gehe ich auch eigentlich eher von einer klaren Suppe aus, ne? Die Gemüsesuppe. Ich weiß, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was da in der Karte stand, ob da jetzt klare oder... Ja, ja. Ne? Ist das... Eine Gemüsesuppe kann auch sämig sein oder etwas dicker sein. Ja. Kann man ja fragen oder hätte man vielleicht ein bisschen besser niederschreiben können. Lässt mehr Spielraum für den Koch und für so einen kreativen Verrückten vielleicht so die bessere Wahl. Also bei mir hat auch ein bisschen der Klang, die Pfeffer, also ein bisschen schärfer gefehlt da auch. Ne? Also so ja, super, so der Bums. Ganz genau, okay. Ganz genau. Für Ralf wird es jetzt ernst, denn von den Kollegen gibt es die erste Punktetendenz. Ja, dann sag mal, gib mir mal so eine Tendenz, aber vorsichtig, ne? Meine Tendenz ist 8 Punkte. Nein, ehrlich jetzt? Klare 8 Punkte. Gänsehaut. Zieht Marlene mit? Also bei mir ist die Tendenz auch 8 Punkte. Nach oben auf jeden Fall hast du definitiv Luft. Ralf, mein Lieber, 8 Punkte ist eigentlich, aber ich habe hier so eine Kleinigkeit. Lass mich raten, die Gräten. Genau das ist es, mein Lieber. Ja, hast du unter Zeitdruck durch vergessen. Durch die Aufregung habe ich das echt vergessen. Überhaupt gar kein Thema, mein Lieber. Ich gebe dir 7 Punkte erstmal. Gut, alles klar. Dass ich die 7 gekriegt habe wegen der Gräten, kann ich nachvollziehen. Alles klar, ne? Tut mir leid. Egal. Aber ich gebe einen nach. Du musst ein bisschen Feintuning walten lassen. Ne? Auch an gutbürgerlicher Küche kann man ein bisschen Feintuning mal handhaben. Voll motiviert macht sich Ralf an den Hauptgang und bekommt natürlich Besuch. Oh, mein lieber Ralf. Ja. Oh. Jetzt zeige ich dir mal, wie man ein richtiges Pfeffer-Potters kocht. Ne? Hast du einen Weg? Soll ich eine Pizza machen oder was? Ja, gerne. Ja, okay. Habe ich wenigstens mal zu lachen. Wenn weißt du, was Pfeffer-Potters ist? Ja, habe ich mir auch schon mal selber gemacht. Ja, das ist westfälische Küche, ne? Pfeffer-Potters. Ne? Im Grunde genommen Rinderragout. Ne? Also, Pfeffer-Potters ist eine Mischung aus. Man kann es aus halb und halb machen, man kann es aus Oberschale machen, je nachdem. Ich nehme Filet bzw. argentinische Hüfte oder Filet, je nachdem, was ich gerade günstig kriege. Und Schweinefilet. So. Also Rind und Schwein. Rind und Schwein, richtig, genau. So. Einmal wegen dem Geschmack. So, das Rind habe ich schon vorbereitet. Von der Hüfte hat nicht viel Fett. Man kann auch Entricot nehmen, man muss ja viel Fett schneiden. Ich versuche hochwertige Produkte für meinen Pfeffer-Potters, weil damit das schön faserig gekocht, nicht gebraten, sondern gekocht. So. Also ich kenne Pfeffer-Potters als Schmorgericht. Das heißt, ich nehme Bratenfleisch und lasse es richtig schön lange. Erstmal schön natürlich für die Rostaromen das Fleisch anbraten. Und dann lasse ich schön lange einkochen, bis das Fleisch fadrig oder fedrig wird. Weiß ich nicht, bei so einem Filet finde ich viel zu schade, dass das dann so tot gekocht wird. Es ist einfach kein Fleisch zum Schmoren, es wird nicht saftig. Ne? Es ist kurzfaserig, ist zum Kurzbraten und einfach auch schade. Oh je, wird Marlenes Hauptgang etwa ein Reinfall? So, dann kommen einmal Zwiebeln. Aber du lässt die Stücke so groß. Die lasse ich Stücke zu groß, so. Dann nehmen wir einmal Schalotten. Schalotten haben nicht so einen starken Zwiebelgeschmack. Also ist von der meiner Zuhe jetzt erstmal zum Anbraten. Hinterher nehme ich normale Zwiebeln, dann nehme ich Gemüsezwiebeln. Wenn du bei Schalotten anfängst, dann bleib doch bei Schalotten. Brauchst ja keine große Gemüsezwiebel mehr. Nimmst du erst das Feine und dann das Grobe. Bleib gleich bei dem Feinen. Ralf gibt geklärte Butter, auch bekannt als Butterschmalz, in den Topf und dann das Fleisch dazu. Ich nehme mal meine Brühe. Was hast du da für eine Brühe? Das ist ganz normal Weinscheibe, ein bisschen Markknochen. Also eine selbst eingekochte Fleischbrühe. Ja, richtig, genau. Ja. Ja. So, lösche ich dann ab. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ja. Wir machen den sogenannten Gewürzbeutel. Und in den kommen Nelke, Piment, Lorbeer und Pfeffer.
Und dann habe ich hier die vorgeschnittenen Zwiebeln. Die brätst du auch nicht mehr an. Die kommen, nein, die kommen jetzt auch nur rein. Das ist jetzt nur für das kleine Aroma. Das mit den Zwiebeln habe ich auch nicht so ganz verstanden, dass er zum Anbraten dann Schalotten genommen hat und hinterher die Zwiebeln auch wieder roh dazugegeben hat. Also ich hätte auch erst das Fleisch gebraten, dann die Zwiebeln kurz mitgebraten und dann erst geköchelt. Wasser und dann lasse ich das jetzt einreduzieren. Ach Kinder, das ist ja jetzt, also er macht dann irgendwie einen Teil dann richtig und dann kommt wieder Wasser drauf. Dann macht er wieder einen kleinen Teil ein bisschen richtig und dann macht er wieder irgendwas anderes dazu. Also da hätte ich eher mit, oder Gemüsebrühe zumindest, aber nur Wasser finde ich dann zu wenig. Wie lange lässt du das ungefähr kochen? Bis es fertig ist. Ja, was heißt denn für dich, bis es fertig ist? Das habe ich aus dem Gefühl. So anderthalb, zwei Stunden. Ne? Okay. Wichtig ist, dass du hinterher, du benutzt ja hinterher die Zwiebeln auch als Bindung. Ja. Und das richtig zu binden, dann mache ich hinterher mit Paniermehl. Ja, das habe ich auch schon mal. Genau, gemacht. Kein Mehl, ich nehme Paniermehl. Ja, Paniermehl. Das ist übrigens auch typisch beim Pfefferpotters, ne? Mit Paniermehlbrot. Aber du gibst sonst keinen Pfeffer mehr bei? Oder? Also ich kenne Pfefferpotters, bei mir sind dann so richtig die Pfefferkörner noch in dem Pfefferpotters. Nein, das mache ich nicht. Ich mache das nur mit dem Gewürzbeutel. Schmeckt das hinterher mit Pfeffer ab, aber ich packe keine Pfefferkörner mehr. Okay. Aber gehört doch zum klassischen Pfefferpotters. Ja, aber es schmeckt nach Pfeffer. Okay. Das ist wichtig. Das ist meine eigene Interpretation von Pfefferpotters. Super. Bin ich gespannt. Ich würde sagen, das ist die ganze Machart, ist eine Interpretation einer Ralf. Ne? Ich koche mal an allen Kochgesetzen vorbei und dann gibt's Ralf Gerichte. Das könnte allerdings in die Hose gehen und die Gäste werden langsam ungeduldig. Also jetzt mal ganz ehrlich, wie lange warten wir jetzt schon hier? Also ich bin der Meinung, eineinhalb Stunden warten wir jetzt schon hier auf unsere Hauptgänge. Okay. Ich werde ihn mal ganz kurz in der Küche hinten besuchen und ihm das mal zu Herzen tragen, was wir gerade besprochen haben. Ja, mach das. Bis gleich. Ja. Genau, Sinn, mach mal Dampf. Großer, ja. Ich weiß, du hast uns von Herzen lieb. Ja. Und genau das erwarten wir von dir. Mach dich nicht zu kirre, Bruder. Ja? Bleib bei dem, was du drauf hast. Du hast es drauf. Bring's zum Teller. Bis gleich, mein Lieber. Alles klar. Lieben dich. Ich dich auch. Jedes Gericht, was wir heute am Tisch gebracht haben, das stand vorher nicht auf der Karte. Ob ich bescheuert bin? Natürlich bin ich bescheuert. Ich habe an einer Klatsche, wie blöd kann denn nur ein Mensch sein, so bei einem so einem Wettbewerb. Ja, aber ich liebe nun mal die Hausfrau und ich bin auch der Karottenralle, ne? Da muss man ja auch noch dabei sagen. Ne? Nimm doch nicht Gerichte, die du sonst nicht auf der Karte hast. Schau doch, dass du in so einem Gastro-Wettkampf mit deinen Klassikern rausgehst. Menschenskinder Ralf, anderthalb Stunden für ein Lokal, was 0,0 besetzt ist mit anderen Menschen, das ist zu lange. Und dann ist der große Moment gekommen. Der zweite Gang ist endlich servierbereit. Erstmal muss ich mich dafür entschuldigen. Das war also ein bisschen befordert. Ich bringe noch ein bisschen Brot. Jawohl. Und dann mal mit meinen Kopf. Geh duschen. Ja, alles klar, danke. Nunzios Bestellung steht auf dem Prüfstand. Ralles Rippchen mit Barbecue-Soße, Kartoffelspalten und Sour Cream. Also ich bin froh, dass ich mich für das Spare Rib entschieden habe. Die Portionsgröße entspricht meinem Hunger, den ich gerade habe. Hier die Veggies, klar, ein bisschen zu viel. Der Korb war wirklich voll. Hätte ein paar weniger sein können, dafür vielleicht ein bisschen Salat, den man mitessen kann, anstatt nur die Deko auf dem Teller. Ach komm, alles gut sein. Rippchen, muss ich sagen, wirklich sehr gut gegart, so wie ich es mag. Das fällt so vom Knochen ab, braucht man kaum kauen. Barbecue-Soße hat alles gehabt, was sie haben muss. Mir war wichtig, dass dieser Rauchgeschmack da ist und der war da. Ein kleines Problem habe ich nur. Ich esse gerne Rippchen mit den Fingern. Hätte mir jetzt so ein Feuchttuch gewünscht. Aber ansonsten kann ich nichts Schlechtes sagen. Mit dem Feuchttuch hättest du ja was sagen können, aber ansonsten gibt's ja nichts. Das fängt ja doch gut an, ne? Ist Sinn genauso versöhnlich? Er bekommt Mikes Testessen, Waltropper Klopse mit Kartoffelstampf und Wirsingsalat. So, bei den Klopsen hat er tatsächlich ein gewisses Tuning stattfinden lassen. Die Soße hat er aber gänzlich weggelassen. Das hat aber dieser große Fleischklops schon vertragen, nur nicht die Süße. Ne? Bin gespannt. Ich habe einfach die Brühe genutzt, habe den Kappes gemacht und habe diese rote Beete-Honigsoße komplett weggelassen. Und hab da jetzt einen kleinen Rote-Bete-Mousse noch oben drauf gemacht. Aber das ist ja heute kein Klops gewesen, das war ein Fußball. Also die Äpfel sind jetzt noch neu in der Füllung, ist in Ordnung. Apfel, Rote-Bete passt gut. Mir fehlt hier die Soße, Punkt. Wie sieht denn Sinn das Ganze?
Sehr, sehr gut gemacht. Ich dachte eigentlich von der Größenordnung, ja, von der Kapazität, dass der vielleicht im Inneren durch die Füllung dann in dem Sinne zu trocken wird. Aber deswegen auch diese fruchtige Apfelstückchen-Einlage. Das bringt nochmal die gewisse Süße und auch natürlich Feuchtigkeit mit wieder ins Fleisch. Ne? Könnte man natürlich auch eine Soße vielleicht noch mit hinzugeben. Das wäre vielleicht für den einen oder anderen Gast auch nochmal ganz gut, wegen dem großen Klops, der natürlich auch so, natürlich mit der fruchtigen Füllung, aber trotz allem in der Masse schon trocken ist. Da wäre vielleicht eine Soße für den einen oder anderen ganz gut. Er hätte übrigens auch den Kappes, das habe ich ihm auch gesagt, das hat sich ein bisschen getrennt. Wenn er das mit einer schönen Sahnecremigkeit serviert und da sein Fleischbällchen drauf gibt, das wäre auch geil gewesen. Im Groben und Ganzen harmoniert das ganz gut. Es ist ja ein deftiger Teller mit einem schönen Kartoffelstampf, der noch mal ein bisschen mit Muskat verfeinert wurde. Zusätzlich habe ich hier noch einen schönen Würsing, der eingekocht wurde. Schönes Bissgefühl, der ist auch knackig. Der Würsing war super lecker. Der war richtig schlotzig, richtig mit Sahne angemacht, so wie es der Mike auch angemacht hat. Guter Tipp, ja. Hat er auch gut umgesetzt, der Ralf. Ja, hätte aber ein bisschen mehr sein können, dann hätte es auch gleich Soße gehabt, ne? Hör dir mal an, was dir deine Mitstreiter zu sagen haben, Ralf. Ja, meine Lieben. Ralf, mein Bester. Gut, ja, dann bitteschön. Dein Feedback, Marleen. Was sagst du zum Pfefferpotthast? Drillinge, Bärlauch und Creme Fraiche. Also erstmal von der Anrichtungsweise. Ich habe für mich beschlossen, die Schüssel mit dem Fleisch rauszunehmen, weil ich bin gerne ein Mensch, der Kartoffeln und Fleisch gerne mischt. Was ich sagen kann, ist tatsächlich, Pfefferpotthast ist für mich, was der Geschmack angeht, etwas schärfer. Also mehr pfeffrig. Okay. Ja. Ich kenne Pfefferpotthast mit wesentlich mehr Gewürzgurke, rote Beete. Pfefferkörner waren vorhanden, meines Erachtens zu viel. Ich kenne mich auch nicht mehr aus. Ne? Er hat doch gesagt, er nimmt keine Pfefferkörner extra noch dazu. Ne? Und außerdem waren es auch das Gewürzsäckchen drin. Ne? Jetzt hat er doch irgendwie Pfefferkörner reingetan. Wenn die jetzt nicht gerade eingelegt sind und grün sind, habe ich auch keinen Bock, auf den Pfefferkörner rumzubeißen im Ganzen. Das Fleisch ist zart. Es ist jetzt nicht so, für mich ist ja auch Pfefferpotthast ein Schmorgericht. Das heißt, ein Schmorgericht, was über mehrere Stunden geschmort wird. Von daher, es lässt sich auseinander, also ne, man kann es gut... Ja, ist aber nicht so schön faserig, ich weiß. Ich weiß, was du meinst. Na? Für mich war das einfach gerade alles zu viel, alles, ich bin da... Ich habe richtig Bammel gehabt vor euch, ne? Ist ja ganz normal. Vor uns hättest du gar keine Bamme haben müssen. Richtig. Du hättest einfach nur du selbst bleiben müssen. Dann hätte das schon geklappt, glaub mir das. Tut mir leid, ja. Also er ist da, er kann nicht anders, er steigert sich da rein. Ja, ist so. Und die Gruppe ist ja wirklich, wirklich sehr, sehr lieb zu ihm. Also da wird jetzt auch kein böses Wort fallen, das kann ich mir nicht vorstellen. Dennoch, es ist viel schiefgelaufen. Auch bei Maheshs Schnitzel Hawaii mit Gemüsegratin. Ananas mit Schale, mit allen und dann, Ralfi, Mensch, was ist denn da los? Was denkst du, Mahesh? Du hast auch bemüht, auch diese Teller schön zu machen. Was ich finde, die Tellerform ist nicht so Schnitzel, aber das ist auch in Ordnung. Also wenn ein flacher Teller ist, das ist einmal gut präsentiert, das Auge mag auch mit. Und das ist ganz einfach zu schneiden. Und das ist sehr einfach, aber das ist so rein und dann so zu schneiden, das kann man ganz einfach schneiden. So. Alter, das geht gar nicht. Also im tiefen Teller, es gibt Schnitzel im tiefen Teller. Ne? Übrigens, das schaut aus wie eine Hawaii-Schnitzelbowl. Also nein. Ich werde dann mal zusehen, dass ich dann einige Gerichte von der Karte nehme, dass drei übrig bleiben und die kriege ich dann wahrscheinlich schnell hin. Ne? Mensch, mach doch deinen Stiefel einfach. Kann der Finalgang noch mal ordentlich Punkte bringen? Den übernimmt Ralfs Mitarbeiter. Hi! Hi, grüß dich. Ich bin Marleen. Thorsten, hi. Wir zaubern das Dessert heute? Wir zaubern das Dessert heute, ja. Sehr gut. Lass uns starten. Wir machen heute eine kalte Schnauze. Kennst du das? Kenn ich. Tatsächlich aus meiner Kindheit. Ich bin ein Klasse, also
bin original Ossi und bei uns hieß das immer kalter Hund früher. Kalter Hund, okay. Da, wo ich herkomme, heißt kalte Bracht. Das hat auch überall einen anderen Namen. Auch so ein Dessert, was du natürlich deiner Region immer wieder bekommst. Ne? Das ist ja Geschichte mit Butterkeksen, Schokolade. Das finde ich gut, dass sie das machen. Kalte Schnauze ist tatsächlich geschichtet aus, also mit mehreren Schichten Butterkekse und dann mit ganz viel Butter und Schokolade natürlich. Immer dunkle Schokolade und dann eisgekühlt aus dem Kühlschrank. Wir wandeln das Ganze allerdings ein kleines bisschen ab. Wir haben hier einmal dunkle Schokolade, 70% Kakao und einmal Vollmilch und wir machen 300 Gramm dafür. Halb. Jetzt haben wir so, das Ursprungsrezept war ja nur mit viel Bitterschokolade und sehr mächtig. Und da muss man sagen, heutzutage zu bitter passt dann auch nicht jedem. Was wir jetzt als erstes machen, wir machen Kekse klein und machen einen Keksmehl da draus. Thorsten ist zwar kein gelernter Koch, aber Ralfs verlässliche Aushilfe. Und dann machen wir noch eine ganz tolle Sache. Wir machen ein paar Mandeln klein. Er hat noch Mandeln hinzugefügt, fürs Aroma und für den Geschmack. Ich denke, die gehören normalerweise auch nicht mit rein. Das ist auch noch mal so ein Zusatz, den er da mit reingebracht hat. Also ich kapiere das Ganze nicht. Also ich dachte, es wird Geschichte als Ganzes. Okay, er zerbröselt. Und jetzt gibt er Mandeln dazu und dann nimmt er aber nur den Zauberstab, ne? Damit das gröber bleibt, oder wie? Thorsten schmilzt weiße Schokolade und gibt die Mandel-Keksbröselmischung dazu. Zur Vollmilch und dunklen Schoki kommt Kokosfett. Vorher war die Schokolade sehr flüssig. Mit dem Kokosfett wurde sie wieder etwas angedickt. Ist, glaube ich, auch für den Geschmack noch mal ausschlaggebend. Im Anschluss wurde laktosefreie Milch hinzugefügt und Sahne und Zucker und Vanillezucker. Das Kokosfett ist einfach für die Geschmeidigkeit, für das deckt ja nicht an oder sowas, ne? Um noch vorne mitspielen zu können, müssen die Desserts jetzt absolute Volltreffer werden. Und jetzt machen wir das einfach Schicht für Schicht, bis das Ganze voll ist. Mhm. Und dann kommt ein bisschen Kokos oben drauf. Sehr gut. Und fertig ist der Nachtisch. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank. War sehr informativ. Hat mich für mich. Ja. Weckt alte Erinnerungen und ich freue mich. Ich lasse was übrig. Die Schüssel nehme ich mit. Bitte. Ja, dann mal los, Marlene. Nach dem verkorksten Hauptgang steht jetzt das süße Finale an. Guten Appetit, ne? Danke, Liebe. Los geht's mit der Bestellung von Marleen und Sinn, rote Grütze, Vanille, Chilisauce und irgendwas mit Knusper. Sag mal, hast du was Knuspriges bei dir? Nee, aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, habe ich hier gerade so ein Ingredient gefunden. Das war sehr wahrscheinlich am Anfang eingestreuselt, da war es noch knusprig. Aber dadurch, dass natürlich Eis und dann die Grütze, ne, ist das sehr wahrscheinlich, was so knusper war, eingeweicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Kerne von den unterschiedlichen Obstsorten drin sind. Die Brombeeren haben ja auch so kleine Kerne, die Himbeeren auch. Ich hätte da auch vielleicht irgendwas in Richtung. Man wird ja neugierig drauf gemacht. Es steht halt auf der Karte, es wird was angekündigt. Ja. Und ich war neugierig. Ja, den Quansch und den Chili rausgenommen, weil denen das einfach nicht traditionell genug war. Und dementsprechend haben wir das. Haben wir gesagt, wir lassen es so. Es steht aber noch nicht in der Karte drin, wir kriegen eine neue Karte. Das tut uns also leid, ne? Tja, hat er vor, sagt er. Eine leichte Schärfe von Chili fand ich jetzt auch nicht. Für mich war es eine süß-sauer auf jeden Fall. Säurespiel war wirklich gut. In Kombination mit dem Vanilleeis, was ich persönlich sogar besser finde als eine Vanillesoße. Er sollte die Karte umschreiben. Mahesh und Nuncio haben sich für kalte Schnauze entschieden. Und schmeckt es euch? Das erste Mal, dass ich das esse. Die Kombination und dann diese Kekse mit Schokolade und inzwischen was Nussiges. Also ehrlich zu sagen, ich mag das. Hervorragend geschmeckt. Es ist, glaube ich, so, wie eine kalte Schnauze hier sein muss. Nüsse oder Mandeln dazwischen. Du weißt, Schokolade oder sowas hier? Das ist Keks, alles also, Keks. Okay. Wobei Marsch gar nicht mal so Unrecht hat. Na, ich glaube nicht, dass du die weiße Schokolade sehen kannst. Aber im Keksboden selber ist weiße Schokolade enthalten. Also kannst du es wahrscheinlich rausgeschmeckt haben. Ich bin sowieso Schokolademensch, also ich liebe Schokolade. Und so daher auch für mich ist das auch hervorragend geschmeckt. War gut geschichtet, es war schön fest. Es war also so wie eine kalte Schnauze sein muss. Für mich ist das ein Gedicht. Ja. Der sollte einfach nur so was machen und nur solche traditionellen Dinge und keine Experimente. Das steht ihm nicht. Bevor wir zur Wertung kommen, gibt es erstmal die Rechnung.
188,70 Euro. Nur fürs Essen 122 Euro. Der Rest ist Getränke. Das so 30 Euro pro Person. Ja, ungefähr. Ja. Geschenkt. Also da sollte der Ralf tunlichst dann arbeiten, also ein bisschen runterfahren, das Programm ein bisschen ursprünglicher werden, das, was er auch ist. Und dann ist auch gut so. Wie hat der Konkurrenz der Abend gefallen? Hey, jetzt gibt es Punkte für Halunke. Okay, so. Ich nehme das mal, ne? Ich bin mal gespannt. Also was schätzt du denn? Was kriegen wir? Wir wollen wir natürlich 10, aber kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Also ich wäre schon, wenn wir keinen 7er haben, wäre ich echt total zufrieden, ne? 7. Yes. Marsch, wegen der Ananas. Von Herzen gemeinte 7 Punkte. 8. Marlene oder Nuzio? Sag mal, Nuzio. 8 Punkte, aber auch nur, weil ich dich wirklich mag. Noch eine 8. Marlene. 8 Punkte. Und nur eine 7. Dann war das bestimmt. Nee, das war Nuzio und Singer eine 8 gegeben. 7 Punkte. Ist total berechtigt. Absolut. Nehme ich an, werde auch an den Punkten arbeiten, die man mir gesagt hat. Lange Gastro-Erfahrung. Ich bin gerade mit meiner Frau erst seit 12 Monaten hier dabei. Und bessere Reflexion kann man nicht bekommen. Das sind Freundschaftspunkte, die du anscheinend gestern schon unter deinen neuen Freunden erarbeitet hast. Also von daher Gratulation. Trotzdem, es hat jeder gesehen, da muss noch ein bisschen was passieren. Mit insgesamt 30 Punkten landet Ralf hinter Mahesh, der in Führung bleibt. Morgen will Marlene die Jungs übertrumpfen. Ihr Motto: regionale Küche in einem alten Freibad. Wir befinden uns ja im Wettkampf und ich schwimme jetzt schon mal zum Treppchen. Oder geht Marlene etwa unter? Ich schmecke jetzt im Moment eigentlich nur den Meister raus. Das wird wirklich ganz schlecht schmecken. Wird der Abend eine Bauchlandung?